Kapitel 121. Normale Menschen, gute Menschen, wenden mir ihren Rücken zu. Donnerstag, 23. Juni 2011, 22.10 Uhr. Meine geliebte Tochter, die Freude, die du heute empfandest, ist ein Ergebnis der Gnaden, die dir während der Anbetung gestern gewährt wurden. Jetzt weißt du, wie wichtig es ist, mir zu erlauben, während dieser ganz besonderen Zeit in meiner persönlichen Gesellschaft solche Gnaden auf Seelen zu gießen. Wie kann man verlorene Seelen erkennen? Heute will ich mit dir über verlorene Seelen in der Welt sprechen und darüber, wie man sie erkennt. Meine Anhänger meinen häufig irrtümlicherweise, dass verlorene Seelen jene sind, die in der Todsünde leben. Das ist nicht unbedingt wahr. Eine verlorene Seele kann eine Person sein, die an mich oder meinen ewigen Vater nicht glaubt. Verlorene Seelen können auch jene Kinder sein, die Tag für Tag in ihrer Beschäftigung gefangen sind, Geld zu verdienen, Reichtum, Karrieren aufzubauen und nach materiellen Dingen zu verlangen. Alles wegen der Freude, die, wie sie glauben, ihnen diese Dinge in ihrem zukünftigen Leben bringen werden. Es handelt sich bei diesen um normale Menschen, um gute Menschen, aber Menschen, die mir ihren Rücken zukehren. Viele dieser meiner Kinder sind im Innersten gut. Sie können gegenüber ihren Mitmenschen, ihrer Familie und ihren Freunden voller Liebe sein. Sie mögen populär und beliebt sein, und doch können sie verlorene Seelen sein. Wie ist das möglich, könntet ihr fragen. Weil sie nicht glauben, dass ihre Seele ebenso wichtig ist wie ihre leiblichen Bedürfnisse. Und so vernachlässigen sie diese. Indem sie ihre Seele vernachlässigen, sind sie für Versuchungen anfällig, denen sie jeden Tag auf ihrem Weg begegnen. Sie finden es schwer, weltlichen Gütern zu widerstehen, ohne zu berücksichtigen, dass die Zeit, die sie in ihre Bestrebungen investieren, dazu verbracht werden könnte, anderen durch die Kunst des Teilens Liebe zu erweisen. In ihrer Jagd nach Geld können sie stolz werden. Stolz macht es schwer, sich wie ein wahrer Anhänger von mir zu verhalten. Kinder, wenn ihr eure ganze Zeit damit verbringt, den Träumen nachzujagen, welche, wie ihr glaubt, diese Welt zu bieten hat, Reichtum, Besitzungen und Machtpositionen, dann bleibt wenig Zeit zu beten oder eure Seelen für das nächste Leben zu nähren. So viele meiner Kinder können überhaupt nicht verstehen, warum weltliche Güter sie im Inneren leer zurücklassen. Sie hören nicht auf jene Anhänger von mir, welche die Wahrheit kennen. Dadurch, dass es ihnen daran mangelt, die Existenz Gottes, des allmächtigen Vaters, einzugestehen, kann es ihnen auch nicht gelingen, irgendjemand anderen zu erfreuen als sich selbst. Nach außen leben diese Menschen ein aktives, gesundes, spaßerfülltes Leben, ohne jegliche Sorge in der Welt. Aber diese Art Lebensform kann nicht auf die rechte Weise erreicht werden, ohne an das ewige Leben zu glauben. In ihrem Leben fehlt die Demut. Ihr könnt zu ihrer Verteidigung sagen, aber sie müssen ihre Familien ernähren und sich um andere kümmern, die auf sie angewiesen sind. Und so arbeiten sie doch mit dieser Zielsetzung. Meine Antwort ist, nein, sie tun es nicht. Sie haben nicht zum Ziel, ihre Familien zu ernähren. In vielen Fällen zielen sie auf Ausschweifungen ab, um ihre Lüste zu befriedigen. Je mehr sie das tun,
umso mehr sind sie aus meiner und meines ewigen Vaters Sicht verloren. Falls meine Kinder nicht aufwachen und die Art und Weise erkennen, auf welche Satan alle verherrlichenden Verlockungen der Welt verwendet, um euch in ein falsches Gefühl materialistischer Sicherheit zu saugen, könnt ihr nicht zu mir kommen. In diesem Leben muss Zeit dafür verwendet werden, euren Schöpfer zu loben und zu preisen und euch durch karitative Arbeiten um euren Nächsten zu kümmern, indem ihr die Bedürfnisse anderer über eure Bedürfnisse stellt und in meine Fußstapfen tretet. Falls meine Kinder nicht an Gott, den Vater, glauben, oder zwar an ihn glauben, aber bequemerweise beschließen, jede Huldigung an ihn beiseite zu stoßen, weil sie mehr mit weltlichen Angelegenheiten beschäftigt sind, werden sie es schwer finden, in die Tore des Himmels einzugehen, in das wahre Paradies, das sie ersehnen. Die Erde ist nur eine Übergangsphase in eurem ganzen Dasein. Der Himmel, sogar nur ein kleiner Blick darauf, was er bietet, kann in eurem Erdenleben nicht erfahren werden. Keine jener weltlichen Verlockungen ist es wert, ihr nachzujagen, um dafür das Juwel des Himmels aufzugeben. Die wesentlichen Eigenschaften, um in mein glorreiches Königreich einzugehen, sind Glaube, Liebe, Demut und ein Verlangen, mich zu erfreuen. Euer geliebter Lehrer und Erlöser der ganzen Menschheit, Jesus Christus.